was wir hier sehen, ist ein tolles Projekt. Wir mussten uns erstmal in die Materie reinfinden. Es ist nicht alltäglich, dass man solche Zentren für die Gesundheitsmedizin für Tiere finanziert. Man muss sich das Fach-Know-how erstmal aneignen. Ich habe das ganze Projekt schon sehr lange verfolgt, aufgrund einer persönlichen Erfahrung mit meinen eigenen Hunden und habe bemerkt einfach, dass eine Marktlücke in Berlin vorhanden ist. Gerade bei Hunden und Katzen hat die Tiermedizin eine große Entwicklung hinter sich. Berlin ist im Vergleich zu den anderen Großstädten Deutschlands da unterrepräsentiert und wir haben das erkannt und haben das entsprechend auch aufgegriffen, diese Möglichkeit. Technisch sind wir einfach unheimlich gut ausgestattet und wir wollen unser Augenmerk auf qualitativ hochwertige Tiermedizin legen. Ein Standard, der so wirklich ganz weit oben und schon humanmedizinisch vergleichbar ist. Der Businessplan hatte ja von Anfang an eine sehr hochwertige technische Ausstattung, sowohl im OP-Bereich als auch was die Diagnostik betrifft. Und das ist natürlich eine Ausstattung, wie sie in der Region einmalig ist. Dieses Projekt eben so in dieser Größenordnung aufzuziehen, also nicht nur eine einfache Tierarztpraxis, sondern als Klinik, das hat uns von Anfang an sehr begeistert. Wir sind im hohen einstelligen Millionenbereich investiert hier. Wir haben sicherlich die Investitionen auch rechtfertigen können aufgrund der Tatsache, dass wir diesen Standort gefunden haben. Dieser Standort ist hochattraktiv und dadurch haben wir auch die Flächen zur Verfügung, die wir brauchen, um diese Expansion darzustellen. Natürlich haben wir das recherchiert, dass das eigentlich eine super interessante, hochrentable Branche ist, wo auch VC-Geber rein investieren und einfach da so ein Gefühl für bekommen, für die Branche, für die Person. Und dann haben wir uns relativ schnell überzeugen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, es gibt nie die richtige oder falsche Zeit für Gründung. Das ist ein ganz besonderer Spirit. Für eine Bürgschaftsbank eigentlich eine gute Zeit, weil man uns braucht und wir bringen Projekte zum Laufen, die einfach eine Herausforderung darstellen. Entweder in der Größenordnung oder aber von der Branche her und in der Beurteilung der Branche oder aber weil der wirtschaftliche Erfolg vielleicht erst ein bisschen zeitverzögert einstellt. Die Dankbarkeit der Patientenbesitzer ist so immens groß, das motiviert bis in die Haaresspitzen.